Hallo liebe Pilzfreunde, ich habe hier dieses Pilzzuchtset geschenkt bekommen und das werde ich jetzt testen. Das hier ist das Substrat und hier ist schon das fertige Pilzmyzel. Ja, riecht erdig nach Champignon. Jetzt hat man hier die Erde quasi wie Kompost, schätze ich mal, irgendwas in der Art. Und das kommt jetzt hier drauf. Das heißt, hier drunter ist das Pilzmyzel, das Gewebe, hier ist der Pilz und hier drauf kommt jetzt quasi Material, was noch nicht vom Pilz besiedelt wurde. Jetzt wird das Ganze noch etwas angefeuchtet. Und so macht man es jetzt hier wieder zu. So lässt man das jetzt 1 bis 3 Wochen bei Zimmertemperatur stehen und wartet, bis das Substrat von dem Pilzgewebe durchzogen wird. Und dann geht es weiter. So, das Päckchen stand jetzt 3 Wochen bei Zimmertemperatur und konnte durchziehen. So sieht es jetzt aus. Also man sieht, es ist etwas durchwachsen. Hier sind auch schon erste kleine Pilze. Wie man sieht. Und hier ist überall das Pilzgewebe. Also es ist gut durchgezogen, durchgewurzelt von dem Pilz. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Man trennt die Außenwände hier ab. Und jetzt klappt man diese Folie hier nach außen. Schneidet man das hier ein und dann steckt man den Deckel hier so rein. Auf der anderen Seite genauso. Jetzt hat man hier diese mitgelieferte Haube und die kommt oben drüber. Quasi wie ein Mini-Gewächshaus. Und jetzt stellt man das Ganze in einen Raum, dunkel oder hell, spielt keine Rolle. Aber es muss eine Temperatur zwischen 12 und 18 Grad haben, dann wachsen die Pilze am besten. Man soll die Folie hier täglich abnehmen und lüften, damit frische Luft reinkommt. Und die erste Ernte ist in ca. 3 bis 4 Wochen zu erwarten. Und dann werde ich weiter berichten. Eine Woche ist vergangen und ich habe jeden Tag gelüftet. Und wie man sieht, sind die Pilze sehr mächtig geworden. Ui. Sie sind sehr schön gewachsen und jetzt soll man sie rausdrehen, laut Anleitung. Ein sehr schöner Champignon. Sieht fast schöner aus als ein gekaufter. Und ich werde ihn auch in die charakteristische Champignonschale tun. Der ist sehr mächtig. Und die Champignons fühlen sich irgendwie etwas klebrig an. Wie bepelzt, von einem feuchten Pelz bepelzt. Aber sie sind auf jeden Fall viel schwerer als gekaufte und fühlen sich richtig hochwertig an. Und vom Geruch her erdig, pilzig. Riecht wirklich appetitlich. Daneben kommt schon wieder einer raus. Also die Pilze bilden sich jetzt in mehreren Wellen. Und man soll darauf achten, dass das Substrat hier immer feucht bleibt. Meins ist noch feucht. Daraus werde ich jetzt etwas Nettes kochen und dann geht's mit der nächsten Ernte weiter. Ein paar weitere Tage sind vergangen und die Pilze sind größer geworden. Und jetzt sieh sich einer das an. Oi, 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 oi. Und hier fange ich direkt an zu ernten. Und hier kommen überall neben noch welche raus. Aber wenn sie den Schirm leicht öffnen, dann soll man sie ernten, laut Anleitung. Ich denke, das ist fast schon etwas spät. Ich denke, dieses Stadium hier ist optimal.
Und hier sieht man jetzt, wie schon wieder die nächste Generation heranwächst. Alles voll mit kleinen Pilzchen. Wenn das Substrat trocken wird, dann soll man es anfeuchten. Aber das hier hat meines Erachtens noch eine gute Feuchte. Und hiermit werde ich jetzt eine schmackhafte Pilzpfanne zubereiten. Okay, jetzt geht's los. Hier habe ich die feinsten Pilze. Und die werden jetzt gesäubert und dann klein geschnitten. Jetzt habe ich hier das Messer. Und dann schneidet man hier den Dreck leicht ab. Und so werde ich jetzt erstmal mit den ganzen Pilzen verfahren. Schön säubern. Ich habe die Pilze jetzt hier alle gesäubert. Und jetzt schneide ich sie klein. Bei der Form kann man sich überlegen, wie man das mag. Ich werde sie einfach hier so ganz klassisch wie Champignons. Ui. Sie können ruhig etwas größer sein. So große Stücke vielleicht nochmal so durch. Dann kommen sie hier rein. Die Pilze sind halt sehr groß. Ich weiß gar nicht, um was für eine Sorte Champignons es sich handelt. Es gibt ja sehr große Champignons, zum Beispiel Portobello. Das sind sehr mächtige jedenfalls. Und dann gibt es ja diese ganz normalen, die man im Laden auch kauft, die schön klein sind. Die Pilze sind jetzt geschnitten. Jetzt habe ich hier noch eine Zwiebel. Die wird jetzt auch noch klein geschnitten. Und hier noch eine Knoblauchzehe, die wird jetzt geschält. Und in eine Presse geladen. Hier habe ich noch Schafsjoghurt. Da machen wir jetzt erstmal einen kleinen Joghurt-Dip. Salz, Pfeffer, der halbe Knoblauch. Der Rest kommt an die Pilze. Und hier Petersilie und Schnittlauch. Selbstverständlich alles aus dem eigenen Garten. Ihr kennt die Vibes. Und dann wird das schön zu einem schönen Joghurt-Dip angemischt. Der kann etwas durchziehen. Etwas Öl in die Pan. So viel. Und jetzt den Grill anschalten. Und hier kurz einfach etwas andünsten. Jetzt kommen die Pilze. Es scheint etwas viel. Es ist etwas zusammengesackt. Jetzt kommt Salz und Pfeffer. Und der restliche Knoblauch. Und dann lassen wir es weiter köcheln. Okay, wie man sieht, ist das Ganze jetzt etwas zusammengeschrumpft. Und hat ordentlich Flüssigkeit verloren. Jetzt gebe ich hier einen guten Löffel Paprikapulver dazu. Und dann lasse ich es noch etwas weiter brutzeln, bis die ganze Flüssigkeit verdampft ist. Wie man sieht, ist die Flüssigkeit so gut wie weg. Und es fängt langsam an zu braten. Einen Moment muss es noch. Okay, die Pilzpfanne ist jetzt fertig. Wie man sieht, ist keine Flüssigkeit mehr da. Die Pilze sind umhüllt vom feinsten Aroma. Und das werde ich jetzt hier servieren. So sieht es jetzt aus. Es ist vollendet. Verfeinern werde ich es noch mit etwas Sesam. Und einem Klecks. Joghurt. Jetzt kommt der Test.
Dieser herrliche Kontrast, diese würzigen Pilze in Kombination mit diesem frisch sauren Knoblauchdip, leicht säuerlich, der Sesam, Paprika. Ja, liebe Pilzfreunde, die Pilzkultur ist langsam zu einem Ende gekommen. Es kommen keine neuen Pilze mehr und sie ist etwas in sich zusammengefallen. Jetzt soll man sie laut Packungsbeilage entsorgen. Das werde ich aber nicht tun. Ich wäre nicht Ticho, wenn ich nicht versuchen würde, diese Pilzzucht zu verlängern. Ich habe mich etwas im Internet informiert. Als Substrat eignet sich Kompost oder Kaffeesatz. Habe ich beides etwas gesammelt. Der muss allerdings keimfrei sein. Deswegen werde ich den jetzt im Ofen sterilisieren. Also ich werde es versuchen. Ich werde diesen Kaffeesatz und diesen Kompost jetzt backen. Eine halbe Stunde oder länger, bis er komplett durchgehitzt ist. Und dann werde ich versuchen, diese Masse anzufeuchten und mit Teilen des Pilzmyzels zu vermischen, um vielleicht wieder neue Wachstumsbedingungen und Nährstoffe für den Pilz herzustellen. Ja, der Kuchen ist jetzt fertig. Oi! Sieht sehr gut aus. Ja, und das lasse ich jetzt abkühlen. Und dann geht es gleich weiter. Ich habe jetzt hier schon angefangen. Hier mit Kaffee habe ich eins gemacht und eins mit Kompost. Und hier habe ich jetzt dieses Pilzmyzel. Da habe ich einfach was von rausgebrochen. Sowohl von dem alten als auch von dem neu durchwurzelten. Das habe ich etwas klein gemacht. Man sieht, dass es komplett durchwurzelt, durchpilzt. Und das mische ich jetzt hier einfach. Und beim letzten mache ich einfach halb Kaffee und halb Kompost. Es wird einfach etwas durchmischt, so. Und dann fülle ich das so gemischt hier in so ein Schälchen. Und dann gießt man es einfach noch an und macht es schön nass. Das werde ich jetzt noch ein paar Mal wiederholen, bis das Substrat komplett feucht ist. Hier habe ich Erde, hier habe ich Kaffee und hier habe ich eine Mischung aus Erde und Kaffee. Und werde es wieder an einen warmen Ort stellen, in der Hoffnung, dass sich noch was tut. Ja, liebe Pilzfreunde, ein paar Wochen sind vergangen und das Experiment ist leider gescheitert. Wie man sieht, hat sich hier ein dicker Schimmel gebildet. Äußerst ranzig sieht das Ganze aus. Erst dachte ich, okay, hier bildet sich noch mehr Champignon-Myzel. Das war vielversprechend, aber dann mit einem Mal haben sich hier erst so kleine Pilznester gebildet und dann hat sich alles mit Schimmel überzogen. Es war immerhin ein Versuch. Ich werde das Ganze jetzt entsorgen. Es hat mir trotzdem Spaß gemacht, ein paar Pilze hier selbst zu züchten. Es war ein cooles Geschenk. Vielen Dank nochmal an Dominik an dieser Stelle. Ja, und ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht zu gucken. Bis zum nächsten Mal.